sowas von präzis formuliert. Er sagt, gib dem Angestellten sein, sein Gehalt, bevor sein Schweiß trocknet. Als ob der Prophet, Sallallahu sagt, wenn du bei etwas schnell sein musst, dann bei den Rechten der Angestellten. Und viele Hadith, wo der Prophet, Sallallahu alaihi wa sallam, sagt, fordert nicht von ihnen das, was sie nicht zu leisten vermögen. Und so vieles mit Betrug und, und, und. Von daher das kann man in einem also ein extra Kapitel von Fiqh schon sehen. Auch bei Sahih al-Bukhari und Sahih muslim gibt es Kitab al und Kitab al Kann man auch da schauen. Ein Wir wird Wirklichkeit. Werde auch du Teil davon.